Liebe Leute, meine Damen und Herren, auch wenn hier jetzt gerade wenige Menschen stehen, kann man davon ausgehen, dass dieses Thema nicht nur wenige Menschen interessiert. Nur weil jetzt diese Demonstration vielleicht so klein aussieht, ist das Thema nicht so klein. Und das konnten wir anhand der Liste, die Oliver hier jetzt gerade, gerade vorgelesen hat. Terdefarm hat sich mit dem Thema Genitalverstümmelung an Frauen schon viele, viele Jahre beschäftigt, mit einem Thema für die Gründung überhaupt der Organisation. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie dieses Thema schon vor mehr als 20 Jahren hier in Deutschland überhaupt thematisiert haben. Und so war dieses Urteil natürlich wegweisend, dass andere Organisationen sich angefangen, auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Wie ich einleitend sagte, nur weil wenige Menschen jetzt hier stehen und weil wenige Organisationen oder Menschen sich mit dem Thema alltäglich beschäftigen, ist das nicht irgendein Nischenthema, nicht irgendein Randproblem unserer Gesellschaft, denn es geht um unsere Kinder. Und das sind Milliarden auf dieser Welt, die es betrifft. Es geht um die nächsten Generationen. Und es geht um ein Selbstverständnis von Gesellschaft. Wie wollen wir als Gesellschaft leben? Und da möchte ich an all die Bürgerbewegungen und Freiheitsbewegungen in dieser Welt erinnern, die auch immer mit wenigen Menschen begonnen haben. Wir als Ibn Rushd Goethe-Moschee gelten auch als Randgruppe, weil wir angeblich eine Minderheit sind, weil wir wenige sind. Nein, mit den Themen, die wir setzen, bewegen wir Millionen von Menschen. Dass wir Schutz brauchen, um diese Arbeit zu machen, ist eine traurige Tatsache. Gleichzeitig ein Beleg dafür, dass wir eventuell was richtig machen. Und so sieht es auch bei der Selbstbestimmung, der individuellen Selbstbestimmung der Kinder aus und der Kinderrechte und das Thema, was wir heute hier besprechen. Schaut in die sozialen Medien. Anhand der Reaktionen können wir doch sehen, dass wir durchaus ein wichtiges gesellschaftspolitisches und menschliches Thema ansprechen. Wenn wir Eltern das Recht geben, über ihre Kinder zu entscheiden, also das Sorgerecht, das Elternrecht, heißt das doch noch lange nicht, und das ist per Gesetz geregelt, dass sie alles machen dürfen, was sie wollen. So einfach ist die Sache. Formuliere es nicht einfach, weil es mir so recht ist, sondern so einfach sieht es auch das Gesetz vor. Auch Kinder haben Rechte. Und wir sind in der Demokratie, in unserer Gesellschaft so weit vorangeschritten und gerade in Deutschland mit den Kinderrechten, dass wir uns um die genitale Selbstbestimmung der Kinder auch mehr kümmern müssen. Das ist eine Aufgabe, der wir uns jetzt setzen müssen. Und zwar in einer breiten Öffentlichkeit. Das Interesse ist weltweit da, die Liste ist unendlich lang und ich bin mir sicher, es gibt noch sehr viel mehr Organisationen, die ihr heute hier nicht vorgelesen habt, die mit uns gehen. Und viele, viele Einzelpersonen, die mit uns gehen, wenn sie sagen, dass auch Kinder das Recht haben, irgendwann selber darüber zu entscheiden, wie ist ihre sexuelle Orientierung, wie ist ihr Geschlecht und wie wollen sie ihre Religion leben. Ob sie aus religiösen Gründen eine Beschneidung wollen als Jungs, sollten sie selber entscheiden. Dass die Genitalverstümmelung an Mädchen keine islamische Regel ist, keine Pflicht, nicht vom Islam getragen, sollte sich rumgesprochen haben. Es ist eine vorislamische Praxis. Und ich kann hier für die muslimische Gemeinschaft sprechen, die Jungenbeschneidung ist kein einfaches Thema. Es ist nicht so, dass in der muslimischen Welt das nicht diskutiert wird. Es gibt immer mehr Jungs, die sagen, dass sie ein Trauma davon getragen haben, weil sie beschnitten wurden. Dieser ganze Akt, dieser ganze Brauch, der um diese Beschneidung herum gemacht wird, führt zu psychischen Folgen und auch zu körperlichen Folgen bei Jungs. Die Männer erzählen das selbst. Also sind wir als Gesellschaft aufgefordert, dahin zu hören. Das heißt noch lange nicht, wenn Menschen volljährig sind, sich entscheiden, das zu machen, dass wir dagegen sind. Natürlich nicht. Und müssen wir ansetzen, da geht es um Selbstbestimmung. Ein erwachsener Mensch kann selbst bestimmen, aber er sollte erwachsen genug sein und reif genug sein, das zu entscheiden.
Ich verwehre mich dagegen und ich weigere in dieser Diskussion auf dieser Ebene weiterzumachen, wenn Menschen uns, die wir hier stehen und Menschen, die diese Diskussion anregen, als muslimfeindlich, islamfeindlich oder gar als antisemitisch bezeichnen. Das ist nicht in Ordnung. Die Liste der Organisationen zeigt es. Die Liste der Menschen, die hier sind, die Menschen, die hier stehen, stehen ganz sicher gegen Antisemitismus und haben in ihrem Leben ganz sicher viel schon gemacht zu diesem Thema und auch gegen Anti-Islamismus, gegen anti-muslimische Rassismus. So können wir das bezeichnen. Das haben wir bewiesen in unseren Aktionen und deshalb müssen wir das nochmal unterstreichen. Hier geht es um Kinderrechte. Wir kümmern uns um die Kinder. Und die Debatte kann differenziert geführt werden und deshalb würde ich sagen, laden wir alle Menschen ein, die nur schwarz-weiß denken, die meinen, diese Aktion sei jetzt gegen Religion gerichtet, die meinen, das sei gegen eine Ethnie gerichtet, sollen doch einfach den Dialog mit uns führen, dann würden wir ihn differenziert darstellen, worum es geht. Es geht um die kleinsten Wesen, die sich nicht selbst verteidigen können und für die stehen wir hier. Und deshalb kann ich mit dem Slogan eigentlich enden, Kinderrecht nach Geschlecht, nein danke. Ich wünsche uns allen noch weitere gute Reden und danke für diese Aktion überhaupt und macht weiter so, wir werden in den nächsten Jahren das auf jeden Fall mit begleiten. Dankeschön.